Hüpf. So, und dann sehen wir gleich noch eine Wand. Nein. Eine nette Sache, die Age of Conan von anderen Schreine zu Sachen unterscheidet. Und zwar... Ah, ein freundliches Gesicht unter so viel Hässlichkeit. Bist du verletzt? Nichts, was nicht in ein paar Tagen heilen würde. Ich war nur kurz im Dschungel und dachte, ich könnte mich vor den Plünderern fernhalten. Sie haben mir vor weniger als einer Stunde aufgelauert und mich überrannt, als ich fliehen wollte. Diese Tiere! Du musst mich hier rausholen! Warum bist du überhaupt eingesperrt? Ich war eine Gefangene des Tyrannen von Tortage. Aber nach 3 Tagen bin ich den alles anderen als freundlichen Soldaten seiner roten Hand entkommen. Ich wollte mich in den Wäldern verstecken, bis sie mich vergessen. Dummerweise bin ich dann dem Plünderer in die Arme gelaufen. Und wie kann ich dich befreien? Der Plünderer hat den Schlüssel. Er ist ein unbedeutender Räuberhauptmann aus Tortage. Er und seine Bande sind ganz in der Nähe. Schneid dem Mistkerl die Kehle durch und plündere seine Leiche. Bitte lass mich hier nicht versauern. Ich suche die Stadt. Kennst du den Weg dorthin? Folge dem gewundenen Pfad im Osten. Das wird aber kein Spaziergang. Ich habe nämlich schon den ganzen Tag Rufe gehört. Irgendwelche Räuber feiern ein Fest und Wilde sind auch unterwegs. Vermutlich Pikten auf der Jagd. Ich werde mir diesen Plünderer vornehmen. Bitte beeil dich. Er ist am Strand und durchwühlt das Wrack des gesunkenen Schiffs. Auf Wiedersehen. Ich werde deine Hilfe nie vergessen. Ja, denn die Questgeber sind nicht einfach nur anklicken, okay, und dann im Questlog nachschauen, was der jetzt von mir wollte. Das kann man natürlich auch machen. Aber es sind so kleine Unterhaltungen, also schon sehr... Ja, ich brauche nicht jede Information. Schon eher rollenspiellastig und was auch sehr schön ist, komplett vertont. Den Schlüssel. So, mit dem Schlüssel geht's zurück zur gefesselten Dame. Dir ist Unrecht geschehen, Cassilda. Ab jetzt stehst du unter meinem Schutz. Und ich danke jeden Morgen den Göttern, dass du mich gefunden hast. Komm, gehen wir in die Stadt. Sobald wir sicher sind, gebe ich dir vielleicht etwas für deine Mühe. Mir gefällt das vielleicht in dem Satz nicht, aber da ist meine... Die Götter seien mit dir. ...einzige Antwortmöglichkeit ist... So. Ja genau, das wollte ich, diesen Jiggle-Freudentanz. Na, egal. Plünderer! Das mache ich übrigens manuell mit der Maus, dieses Rumdrehen, damit es nicht alles so langweilig aussieht. Wieso hat er eigentlich eine Maske auf? Und wieso liegt hier Stroh? Nein, hier liegt kein Stroh, oder? Liegt hier Stroh? Nee, nur Waldboden. Kiste. Random Gorilla-Moment. Der Gorilla hat's hinter sich. Und ein... Ich schätze mal, es ist noch ein Panther, der es hinter sich hat. Säbelzahnpanther. Jo. Wie man sieht, ich hänge also nicht an einem speziellen Feind, sondern
Wenn die von links nach rechts durchzieht und da stehen zwei Feinde zufällig im Weg, dann werden auch die zwei Feinde getroffen. Yeah! Ich brauche mehr Applaus! Ich brauche mehr Motivation! Feiere mich! Oh. Wie viele Goldzähne ich den rausprügel, ist ja unglaublich. Schauen wir mal, was wir mittlerweile Neues haben. Grelles Piratenoberteil ist das gleiche. Zerbrochenes Ruder, schwere Dschungelkeule. Ach, da nehme ich doch gleich die schwere Dschungelkeule. Ja, ist ziemlich praktisch, dass es aber mittlerweile eigentlich auch Standard, dass sofort angezeigt wird, was man, ob man was Besseres hat oder so. Deswegen eigentlich nicht erwähnenswert. Also vergesst, dass ich was gesagt habe. Weitere Rüstung wäre jetzt für den Anfang nicht schlecht. Das war ein sogenannter Finishing Move. Mit einer Klingenwaffe fliegt da auch schon mal ein Kopf durch die Gegend oder so. Also offiziell ist das Spiel selbstverständlich ab 18, aber ich meine free to play. Wer will denn das überprüfen? Was verwundert mich hier schon wieder? Achso, das wird ein Nachtreffer gewesen sein. Also sprich, irgendeine Wunde, die noch geblutet hat oder so. Apropos Blut. Wäh? Oh, ich habe ein neues Objekt erhalten, eine dicke Mütze. Die sieht bescheuert aus. Deswegen ausmachen. So. Noch ein Piratenoberteil. Ich brauche mal ein Piratenunterteil. Level up. Noch ein Gorilla. Ey, renne davon. Und mit diesem Level up habe ich auch eine neue Fähigkeit erhalten. Amüsant. Oh. Seebärs Weste. Bär? Bär klingt gut. Na, sieht doch schon um einiges hübscher aus. Und mein von den Göttern gezeichnetes Zeichen hier wird davon überdeckt. So. Muss das arme Fräulein nicht so frieren. Im Dschungel. Im tropischen Dschungel. Ach, vergesst einfach, dass ich was gesagt habe. So. Um erstmal klar zu machen, wer hier der Boss ist. Wilderer Haken, einhändig stumpf, Sekundärwaffe, kann nicht eingesetzt werden. Schade. Mal hier ins Gefecht zwischen Räubern und Pikten stürzen. Nicht, dass die sich gegenseitig hier killen und für mich keine XP mehr übrig bleiben. Bleibst du da? Ja.
da sind schon wieder einige, die mich hier behaken. Aber als Bärenschamanin halte ich natürlich einiges mehr aus als so Standardpriesterin. Nasenknochen. Für den Fall der Fälle kann ich mir aber, beziehungsweise wäre es klug, haben die noch was zusätzliches getroppt? Nein. Den Wegpunkt kann ich nochmal kurz ablaufen. Mir diese tollen Tränke mal hier in die Quickleiste runterzuziehen. Also nicht Quickleiste, aber in die Leiste runterzuziehen. Dann kann ich da schneller drauf zugreifen. Hier habe ich jetzt übrigens auch was Neues. Asuras Weg. Das ist eben das mit dem mit den Wegpunkten. Damit kann ich mich an diese Orte zurück teleportieren, die ich schon mal gesehen habe. Der will noch was. Diese Finishing Moves sind übrigens, also die kommen völlig random daher. Da habe ich leider jetzt keinen großen Einfluss drauf. Sonst würde ich natürlich einen nach dem anderen machen, aber es soll natürlich auch was Besonderes bleiben.